Wow. Ihr guckt mir heimlich zu. Das ist aber nicht die feine Art. Eure Hoheit. Natürlich passt da genau die Cutscene ab. Raw. Vielen Dank für deinen Raid. Was gab's bei dir? Wie war der Stream? T-Chunks, sei gegrüßt. Wie geht's? Ich hoffe, ich habe dich richtig ausgesprochen. Okay, wie soll ich den jetzt besiegen da oben? War interessant, dass ich direkt von einem Bosskampf in den nächsten reinrenne. Nice, GG zum Beenden von Dark Souls 1 again. Oh. Bitte. Also, für die, die jetzt so dazugekommen sind, ich spiele zum ersten Mal, daher bitte keine Spoiler, ne? Also, auch wenn ich gerade so ganz dämlich so eine rein rhetorische Frage an mich selbst gestellt habe. Aber ja. Muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, den zu erreichen. Ich weiß, dass ein Kumpel von mir hatte in sein... Oh wow. Nee, auf die gehe ich jetzt nicht. In einem Ranking-Video. Was ist das? Sturmgebieter. Okay. Der hatte in einem Ranking-Video den Bossfight, das weiß ich noch, auch, als irgendwie beste Inszenierung oder so drin. Hey. Mir hat da ein Vöglein gezwitschert. Du hast doch kein Abo dagelassen. Schnell, hol's schnell nach. Kriegt keiner mit. Ich wusste nicht, ob ich hier gerade geschützt bin. Ich gehe mal von aus, wir finden hier eine Waffe. Ich probiere mal aus, ob die mir gegen den hilft. Okay, willkommen bei unserem Big Boy in Dark Souls 3. Moment, ich mach mal kurz das hier weg. Ach so, ich dachte, du meintest, weil ich ein neues Schwert hatte, Bro. Ich hatte das jetzt gar nicht darauf bezogen. Weil ich habe mir vorhin ein neues Schwert gebaut. Bendoser, sei gegrüßt, wie geht's? Diese Viecher greifen hier natürlich unentwegt an. So, wo ist jetzt... Baby, I love you. Also das galt jetzt dem Schwert, nicht diesen Viechern. Geiles Ding. Ich musste quit outen. Also, ich erkläre gleich, was für ein Bugs da gab. Nach dem Fight. Ich kann den nicht ins Target nehmen, ne? Interessant. So, jetzt habe ich auf jeden Fall erstmal ein bisschen Ruhe. Teacher Angst, dann wünsche ich dir eine gute Nacht, schlaf gut und... Ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Wenn du Bock hast, morgen spielen wir hier
Na, Ukulele, genau. Ukulele weiter. Ab 17 Uhr. Hallo, Big Boy. Der erste, genau den ersten spiele ich auch. Spiele ich auch blind aktuell. Wow, ich dachte, ich komme hier irgendwie hoch. Das Item? Nö. Ui, das ist aber schade. Aber ich hoffe, dass dir die Auszeit dann gut tut. Ich sag mal so, die Allgemeinheit ist ja eher für den 2D-Teil, für den Side-Scroller. Ist ja bald schon eine unpopular Opinion, dass man den 3D-Teil besser findet. Ich bin generell eher ein 3D-Fan als 2D. Das ist halt. Ich meine, ich habe ja. Deswegen habe ich ja auch Super Mario 64 immer gerannt und nicht Super Mario World. By the way, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe mich in der letzten. Oder seit den Menschenfressern. Bisschen overpowered. Ich habe hier irgendwie keine Probleme mehr bei den Bossen. Oh. Aber ich habe jetzt auch eine +10 Waffe.